Sie sind sehr stark in dem Bereich Vermessungsindustrie vertreten, bei Inspektionen von Industrie- und Maschinenanlagen, Photovoltaikanlagen, die fotogrammetrisch zum einen und auch mit Thermografie vermessen werden müssen. Und Themenfelder gibt es noch eine ganze Menge. Windkraftanlagen sind gerade ein Thema, weil da bisher immer Steigerteams draufklettern müssen und alles in Augenschein nehmen. Zum einen sind wir effizienter, können in kürzerer Zeit mehr Daten generieren und können gerade an unzugänglichen oder gefährlichen Stellen ohne Gefahr für Leib und Leben von Inspektoren arbeiten. Aber da gibt es noch viele Hürden von unserem Gesetzgeber. Das heißt, mit dem autonomen Fliegen ist es noch ein bisschen hin und jetzt muss noch jemand dran stehen und das Ding steuern. Da wollen wir vielleicht mit der Legislative noch hin, dass das automatisiert geschehen kann. Technologisch setzen wir ja im Moment Standardkomponenten ein, entwickeln uns weiter mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit. Wir sind Stand der Technik, sicher nicht Stand der Wissenschaft, weil um etwas professionell einsetzen zu müssen, muss ich nicht der Beste, Schnellste und Größte sein, sondern zuverlässig die Aufgaben erfüllen, die die Industrie gerade braucht. Wünsche haben wir viele. Wir arbeiten an der Umfelderkennung, dass wir gerade im autonomen Betrieb mit Crash-Sicherheit Potenziale ausschöpfen können, die wir heute noch nicht nutzen können. Es gibt Regularien, dass wir in Flugverbotszonen einfliegen müssen in Zukunft, gerade bei Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, wo wir einen Transponder brauchen, dass die Drohnen dann auch von der deutschen Flugsicherung gesehen werden. Und Akkulaufzeit ist natürlich immer eine Thematik. Je länger der Akku hält, desto länger bleibe ich in der Luft. Und da wünsche ich mir schon noch die eierlegende Wollmilchsau, aber die gibt es halt nicht. Die jetzige Neuerung der Luft-VO ist, sagen wir es mal, sehr schwammig und sehr schwierig für den professionellen Betrieb. Das kann man immer für und wieder auslegen. Wann das in Deutschland soweit sein wird, da werden wir sicher mit der Legislative und mit den einzelnen Verbänden, Kunden, Piloten, Herstellern Gespräche führen müssen, um einen gemeinsamen Nenner bei Standards auch zu haben, was die Pilotenausbildung angeht, was die technischen Sicherheitsausstattungen angeht. Aber eine Vorhersage, wann das in Deutschland besser wird, und ich denke mal, in Deutschland sind wir neben der Schweiz und Österreich am stärksten reglementiert. Der liberale Luftraum, ja, das ist ein Wunschdenken im Moment. Die Anwender, die im Moment die Herausforderung haben, eben schneller, effizienter, sicherer zu arbeiten, aus der Vermessungsindustrie, das bringt die Messe mit sich, aber auch tatsächlich Behörden, Industrieunternehmen, Kraftwerksbetreiber. In erster Linie interessante Kontakte, die über die allgemeine Plattformfrage, habt ihr ein zuverlässiges fliegendes System, tatsächlich in die Verticals, in die eigentlichen Anwendungen sehr tief nach unten gehen, um Lösungen zusammen mit einem Kunden oder mit einem Marktsegment zu erarbeiten. Denn das ist der Trend, den auch alle Studien bestätigen, den der Markt in Zukunft nehmen wird. Sie erwarten zuverlässige Systeme, von denen wir mehrere hundert im permanenten Einsatz haben. Man liest uns nicht in der Zeitung, also fallen wir auch nicht vom Himmel. Sicher Innovationen, die ab nächstes Jahr zur Verfügung stehen, die gerade in den Bereich professionellen Betrieb in kritischen Zonen, über bewohnten Gebieten, über Straßen, nahe des Luftverkehrs und so weiter ermöglicht werden. Und ansonsten eine weite, große Produktneuheit vom Einstiegsmodell bis zu Schwerlastmodellen, die auch deutlich über die 25 Kilo dann gehen.